Dobrý den, mir so wut Master Schröder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources Soviet Republic. Das Ganze war russisch und hieß guten Tag, mein Name ist Master Schröder. So, das einmal zum Anfang. Ich wollte das immer mal irgendwann am Anfang sagen. Jetzt habe ich dann endlich mal dran gedacht, das auch wirklich durchzuziehen und das zu machen. Ich hoffe, es kommt einigermaßen gut an und ihr steinigt mich nicht dafür, dass es vielleicht eventuell ein merkwürdiger Akzent in meinem Russischen ist. Ich komme aus Ostdeutschland. Ich habe Russisch an der Schule gehabt und konnte dort einiges lernen. Na gut, man muss auch sagen, meine Lehrerin war eher ein bisschen schwierig dort. Bei Russisch, das war jetzt... Also ich sag mal, nee, die war nicht gut. Also da muss ich ehrlich sagen, also man sagt ja immer so leichtfertig, es lag am Lehrer. In dem Fall würde ich sagen, lag's am Lehrer. Ja. Also das war wirklich... Ich hatte nämlich vorher Russisch bei einem anderen Lehrer, da hatte ich eine glatte 1. Und danach hatte ich Russisch bei... In der Lehrerin, die es dann nachher wurde, nach einem Schulwechsel und nein, ich wurde nicht versetzt, eine Schule wurde aufgelöst, weil Gemeinden zusammengelegt wurden, obwohl man mir doch das andere auch zutrauen könnte, aber gut, nee, und da war dann eine neue Lehrerin und bei der bin ich dann ruckzuck von 1,0 auf 4,2 gelandet, weil ich deren Art und Weise, wie sie mir etwas an Wissen vermitteln wollte, beim besten Willen nicht verstanden habe und mir immer dachte so, wovon redet diese Frau und warum arbeitet sie hier? Sie hat doch gar keine Lust dazu. Das hat man nämlich gemerkt und das ist schlecht, wenn man einer Lehrerin anmerkt, dass sie eigentlich gar nicht Lehrerin sein will, sondern das nur macht, um ihr täglich Brot zu erwerben. Klar, ne? Man sollte immer Spaß bei der Arbeit haben und das ist auch mein großes Ziel, immer sehr viel Spaß bei der Arbeit zu haben. Was bisweilen manchmal halt eben dann auch zu Frust in Frustaktionen endet, die man manchmal auf Arbeit erlebt hat. Naja. Egal. So, gut. Hab mir heute erst einen eingefangen dafür. Nicht, weil ich jetzt so unnütz viel Spaß haben wollte, sondern weil ich meine Meinung zu einem bestimmten Thema einfach mal wieder geäußert habe und ist nicht gern gesehen, sowas. Da ist man gleich Mimimi. Naja, gut. Okay, so, jetzt habe ich mich erstmal einmal ausgekotzt. Einmal über meine alte Lehrerin, einmal über meine Arbeit. Ich hoffe, ihr... nimmt es mir nicht übel oder krumm, dass ich da jetzt mal so ganz kurz im privaten Bereich unterwegs bin. Aber auf unseren Baustellen passiert jetzt hier eigenes, beziehungsweise wir wollen eigentlich, dass diese Baustellen hier soweit fertig werden, damit wir die dann einbinden können in unser Konzept sozusagen für die neue Landwirtschaft oder Landwirtschaft in den 70ern, denn wir schreiben das Jahr 1972 mittlerweile und müssen hier unsere Landwirtschaft reformieren oder ja doch reformieren in den Bereichen, damit nämlich hier die Mähdrescher nicht mehr auf diesen LKW-Gelöt hier warten müssen. Das ist nämlich sehr, 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 sehr dumm und deswegen, ja, muss ich oder will ich dort natürlich Abhilfe schaffen und wir schaffen Abhilfe dadurch, dass wir hier die Mähdrescher draufsetzen. Und hier die LKWs. Und dann lassen wir hier zwei LKWs oder vier LKWs immer im Takt abfahren, die dann quasi hier irgendwo, entweder können sie ja hier davor warten, ist mir scheißegal, oder da drin warten, ist mir auch wurscht. Aber wie gesagt, wir werden hier nur LKWs drin haben, um die Felder zu weisen. Ne? Also die LKWs, die jetzt hier alle diesen Feldern zugewiesen sind, die werde ich dann da zuweisen. Und die Mähdrescher und Dings werde ich hier zuweisen. Dann brauche ich hier eigentlich das Lager nicht. Ich habe es jetzt erstmal hingebaut, aber das brauche ich dann erstmal nicht. Und dann müsste dieses Lager so langsam dann hier gefüllt werden mit den LKWs. Das sollte eigentlich funktionieren, sozusagen geteilte Landwirtschaft, ne? Hier arbeiten nur die Fahrer, ne? Die können dann immer schön mal am Skat spielen oder was auch immer, was sie spielen wollen. Durak ist übrigens ein interessantes Kartenspiel, das wurde mir damals während meiner Bundeswehrzeit beigebracht, da in meiner Kaserne, ich war ja Fernmelder, durchaus auch sehr viele russischstämmige Mitarbeiter, beziehungsweise nicht Mitarbeiter, sondern ja, Rekruten, genau, Rekruten, so nennt man das beim Bund. Rekruten waren, die dort dann, ja, auch ihr Kulturgut und ihre Lebensarten mit einbrachten, was sehr interessant war. Also ich mag die russische Seele, das muss ich ehrlich sagen. Also ich mag dieses Russischsein irgendwie. Das mag ich irgendwie, wie der Russe an sich ist. Ne? Also dieses auch so ein bisschen trotzige, so dieses so versuchen autark zu sein. Also der Russe hat ja eigentlich immer versucht sozusagen so autark wie möglich zu sein, um halt eben äußere Kräfte nicht in sein Land zu lassen. Das stammt ja noch quasi aus der Zarenzeit so. Da war das ja auch sehr, sehr, sehr stark verbreitet. Und wir sind hier drin. Oh ja, zwei Studenten immerhin, aber jede Menge politische Kommissare.
Habe ich jetzt hier überhaupt noch politische Kommissare? Also Professoren habe ich noch, okay. Ich würde auch liebend, also wirklich liebend gern mal einmal Urlaub machen. Und zwar in dem Maße, dass ich dann einmal die Transsibirische Eisenbahn, also die Strecke mit der Transsibirischen Eisenbahn abfahre und dort Spaß haben werde, hoffentlich. Also ich denke mal, das wird sehr, würde sehr viel Spaß machen. Ich bin jetzt nicht der große Eisenbahnromantiker, muss ich auch sagen. Also Eisenbahn, ja, aber naja, gut, also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ne, bei den verschiedenen Loks und was das alles heißt und so. Da gibt es ja auch, das hat ja sogar ein System, das hab ich, wie lange das gebraucht hat, bis ich das verstanden habe, dass diese Nummerierung bei den Dampfloks hat System, ne, warum das eine 4-8 irgendwas ist oder eine 4-6 irgendwas, wenn, vielleicht gibt es das gar nicht. So, hier brennt, oh. Die Schule brennt, nee, der Kindergarten brennt. Hey, die Witzka. So, dann müssen aber jetzt nochmal hier ganz schnell ein paar Leute hin. So, da fährt auf jeden Fall schon was los. Ist hier was losgefahren? Feuerwehrauto, da fährt ein Feuerwehrauto los. Hier, ich sehe es. Da ist es unterwegs. Wir werden dem mal hier Folge leisten. Dem schönen wie lustig, wie 50. Mit seinem Feuerwehrauto einfach hinterher hier. Und der hat sogar ein Wasserstrahlrohr auf dem Dach. Eine sogenannte Wasserkanone und ne, natürlich den Aufbauten hinten. Ich habe so ein Feuerwehrauto bald mal auf die Seite gelegt. Das muss ich auch mal noch, das kann ich auch noch bei Gelegenheit erzählen. Oder beziehungsweise, ja, wir haben eigentlich gerade die Gelegenheit. Also da sollte ich mit der heimischen Feuerwehr zum Schläucherabdrücken fahren. Also es gibt dann sozusagen immer ein ganz großes Gebiet, in dem Schläuche überprüft werden müssen, oder der Feuerwehr müssen halt überprüft werden, und dann gibt es dann halt in einem Zentrum pro Land oder Landkreis, keine Ahnung, wie das da, also wie bei uns war es im Bundesland halt Sachsen-Anhalt, das Ganze hat, glaube ich, in Heirutsberge stattgefunden, und da sollten wir hinfahren, und da ich Maschinist war, durfte ich Feuerwehrauto fahren, was dann dazu führte, dass ich dann halt eben, naja, weil jüngster Kamerad, der Feuerwehrauto fahren darf, naja, komm hier, wir haben alle keine Lust dahin zu fahren, mach du mal. Und deswegen habe ich die glorreiche Aufgabe bekommen, dass ich mit dem Fahrzeug dorthin fahren durfte. Und konnte dann in der ersten Kurve, die ich damit genommen habe, weil der Aufbau hinten so richtig schwer ist und den Schwerpunkt sehr hoch liegt bei dem Auto, hat es dann natürlich dafür gesorgt, dass ich da relativ wie soll man sagen, also nicht so gut um die Kurve kam und das ein wenig kippelte und dann, das war nicht so schön. Naja, gut. So, aber was ich sehe, ist, dass meine Einnahmen arg zurückgehen, beziehungsweise entweder oder meine Ausgaben arg gestiegen sind. Ich muss da mal in unserem Finanzschirm nachgucken. Letzten Monat im Februar haben wir noch 160.000 Einnahmen gehabt, 170 Ausgaben. In diesem Monat haben wir eigentlich auch noch, es geht noch. Strom bringt noch Geld. Bretter. Gerade erst am Mai, 15. März. Kies, Kleidung, Fleisch, Alkohol. Letzter Monat. 44. 34, das kann noch werden. Chemikalien 4. Chemikalien auch 4 Tonnen. Kleidung ist jetzt ein bisschen weniger. Essen auch mehr sogar in diesem Monat. Also das ist eigentlich noch ganz gut im Gange. Naja, vielleicht muss ich wirklich nochmal den einen Zug hier für die Platten hier, dass ich mal ein paar Platten wieder verkaufe. Dann ein bisschen Geld kriege. Also hier ist jetzt gerade der Block gesperrt. Hier sehen wir ganz schön, beide wollen jetzt gerade losfahren. Jetzt ist der Block gesperrt. Jetzt ist er in dem Block drin, dann ist der Block jetzt frei. Dann kann der Zug jetzt hinterherziehen. Und er wird dann hier bis zur Einfahrt wahrscheinlich dann durchfahren. Und dann den nächsten Zug dann durchlassen. Und dann sind beide unten und beide kaufen dann die Rohstoffe ein, also die Stahlproduktion, keine Ahnung. So. Na gut, der Stahl ist natürlich gut weggegangen, ne? Über 200 Tonnen in unser universitätsartiges Gebäude hier, wo sehr viele Mitarbeiter sind. Ich weiß auch nicht, ob das Hauptquartier der politischen oder kommunistischen Partei, ob die jetzt bei der Bevölkerung dafür sorgen, dass die Akzeptanz des die Regierungsloyalität, ob die dabei steigt oder nicht. Fluchten haben wir eine gehabt. Das ist gut. Dieses Jahr haben wir ganze 3 Fluchten gehabt. Letztes Jahr hatten wir 1700. Also die Bevölkerung ist natürlich jetzt, das merkst du richtig, ne?
Todes ist klar, Fluchten, Geburten gehen extrem hoch. Einwanderer haben wir gar keine. Also die Gesamtbevölkerung 12.000 jetzt. Sehr gut. Also da ist jetzt ordentlich was am Werden. Das ist schon mal schön. Also das freut mich auch, dass da jetzt relativ gut jetzt unsere Bevölkerung wächst hier. Und wir dann dadurch diese Blöcke hier dann nachher demnächst auch benutzen können. Und da müssen wir dann mal gucken, dass wir vielleicht eventuell die Kleidung, die wir jetzt in die USA liefern, dann noch mehr ganz in die USA liefern, sondern vielleicht eventuell dann doch auch hier mit hinnehmen. Oh, guck mal, hier sind wir schon im Hochbau. Sehr gut. 19 Tonnen Stahl, mechanische Bauteile. Das geht ja relativ fix hier sogar. Dann sind wir ja heute noch mit der Landwirtschaft soweit durch und können die Landwirtschaft quasi in Landwirtschaft 1970 oder Anno 72 dann umstellen und dort ein bisschen was schaffen. Wie sieht es hier aus mit den Einbearbeitern? Sind relativ wenig Arbeiter drin. Nicht so gut. Muss mehr werden. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Wo fange ich denn an? Die LKWs? Achso, die LKWs, die will ich alle da vorne zuweisen und die will ich dann alle da drüben zuweisen. Das heißt, ich werde erst die Mähdresche hier zuweisen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auf automatisch denn steht gleich und dass die automatisch sich die Felder nimmt oder ob ich die ganzen Felder da noch zuweisen muss. So, und dann muss ich 2 oder 4 LKWs, werde ich hierfür wahrscheinlich dann, ja, oder 3 LKWs, wenn die sich hier mal stauen, dass denn hier 2 drin stehen und einer hier davor. Dass er aber nicht bis dahin zurücksteht. Ja. Das könnte man so machen. So, da fährt er. Der Zug. Es fährt ein Zug hin. Natürlich nicht nach nirgendwo, sondern in Stahlberg fährt er. Und hier sind auch jede Menge Moderatoren schon. Aktuelles Publikum. Kulturgenuss und Zufriedenheit. Wie ist eigentlich überhaupt die Gesamtzufriedenheit meiner Bevölkerung? Ist die denn auch gestiegen? Wo sehe ich denn das hier? Ach hier. Zufriedenheit. Die ist jetzt in diesem Monat relativ gleich. Dieses Jahr. Relativ gleich. Letztes Jahr. Auch relativ gleich, würde ich sagen. Ne? Genau. Sättigungsgefühl geht eher runter. Geht das wirklich runter? Nö, das geht so. Gesundheit ist relativ. Kulturgenuss geht auch, Sportgenuss geht auch und Kleidung. Also ich denke mal, das ist alles noch im Rahmen und ich finde ganz gut gelungen sogar. So, hier will man dann noch einmal den LKW losjagen. Genauso wie hier. So. Ja, los jetzt, baut hier, ne? Baut, 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 meine Lieben. Was fehlt euch denn? Und mechanische Komponenten. Hier kommen mechanische Komponenten angefahren. 3,4 Tonnen. Hm, 4,2 brauchen sie. Warum hat er keine 4,2 mit? Er hätte doch 4,2 mitnehmen können. Oh Gott, Gott. Unsere Rubel gehen ganz schön runter. Also wir müssen den Import müssen wir bald stoppen hier von Kohle und Eisenerz. Das ist ganz schön teuer, das Stahl selber herstellen hier. Also ist unsere Wirtschaft noch nicht hier ausgelegt, dass sie das sauber hinkriegt. Und ich sag mal so, den Anstieg der Bevölkerung werden wir natürlich bezahlen wir auch mit weniger Kleidung, die wir in den Export geben und ähnliches. Da müssen wir dann wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen dran, ne? In der Veredelung. Wo ist denn eigentlich unser Teerlegemaschinchen? Ist das irgendwo beschäftigt oder warum haben wir das hier nicht? Wie mit der Baustelle? Hä? Ja. Auch ein bisschen merkwürdig aus hier. Kein Arbeiter. Na ja, gut. So, was ist hier los? Da wird auch nicht Stahl transportiert. Ah ja, hier kommt auch der... da kommt der Teerleger. Alles klar, okay. Gut, dann haben wir ja gefunden, wo er bleibt. So, 46.000. Wir müssen das mal beobachten, noch mit dem Geld. Aber ich denke mal, wir werden dann mal doch vielleicht eventuell wieder kurzzeitig die Züge stoppen. Und dann mal was abfahren, also ein paar Betonplatten einfach verkaufen, mal mit die Züge stoppen. Das müsste dann erstmal zumindest beim Einkauf, weil der ist nämlich das, der jetzt dazu schlägt. Wir können ja mal ganz kurz gucken, inwieweit wir oder wie viel Rubel wir ausgeben für den Einkauf von Waren mittlerweile.
Für Eisen geben wir 53.000 aus im Monat. Und für Kohle geben wir 81.000 aus im Monat. Das ist richtig, richtig, richtig viel Kohle, ne? Dafür, dass wir dann Eisen, dafür, dass wir Stahl selber herstellen, ne? So, jetzt müsste man mal gucken, kann ich hier nicht sehen, wo ich was produziert habe? Inländische Produktion. Wir haben Ressourcenverbrauch, nee. Ressourcenproduktion, Bruchstein, Menge Strom, Kohle, Stahl. Nein, wir haben für 124.000 Stahl produziert, ne? Tonnen im Monat. Das ist natürlich auch schon jede Menge, ne? 300 Tonnen Kohle haben wir auch produziert selber. Das ist auch nicht. Ah, unsere Kohleproduktion. Naja, gut, da braucht man natürlich auch die Manpower. Also da hoffe ich ja drauf, dass jetzt hier dann nachher die Schulen, die haben jetzt hier schon richtig zu tun. Also, dass hier die Lehrer richtig arbeiten können und dass dann hier, ja, die Kinder kommen aus dem Kindergarten langsam in die Schulen. Die Schule hat auch schon ein bisschen schon was zu tun. Die Schule hat auch schon ein bisschen was zu tun. Also jetzt hier ist wirklich richtig gerade die junge Bevölkerung am Berg. Hier hat es auch sozusagen einen Schub gegeben für die junge Bevölkerung, glaube ich. Aber geht noch alles. Also die Schulen sind auch hier gut besucht. Da wird was draus hier. Aber das ist gut hier. 107 Kinder. Oh, jetzt können wir 100, aber so um die 100 Kinder, die denn hier gelehrt oder beschult werden. Beschulen nennt man das, glaube ich, ne? Besohlen. Mit Wissen versorgt. Klingt auch sehr gut. Ja, das klingt auch sehr gut. Also da ist jetzt einiges noch am Arbeiten. Und hier sieht man jetzt, die Konstruktion hat Stahl auf der Baustelle, mechanische Bauteile auf der Baustelle. Und schon geht's los hier. Die Konstruktionsbüros, die arbeiten auch. Konstruktionsbüros arbeiten auch fleißig dran. Gut, gut. Was denn? Merkwürdiges Wort gerade. Gut, okay. Also, wir werden das mit der Landwirtschaft dann in der nächsten Folge machen. Die Umstellung. Und dass hier denn alles einigermaßen gut funktioniert. Ich glaube, hier irgendwas funktioniert auch mit den Treckern nicht. Hier, die kommen, glaube ich, auch nicht rauf. Oder irgendwas ist da komisch. Keine Ahnung. Ist das nicht mehr zugewiesen? Auto-Search. Keine Ahnung, du. Ja, hier steht auch der Trecker da. Ach so, hier steht auch der Trecker jetzt davor. Also das ist jetzt sozusagen schon das nächste, weswegen wir hier Schwierigkeiten kriegen. Und diese Schwierigkeiten, die können wir uns nicht leisten, denn das sorgt für unnötig Kosten. Also für unnötig Kosten auf allen Ebenen. Deswegen muss das hier bald fertig werden. Also wir hoffen, dass wir das in den nächsten Tagen, Wochen fertig bekommen und dann hier diese Umsiedlung der LKWs vornehmen können. Und hier halt eben dann auch die ganzen Nutzfahrzeuge hinbringen. Und dann müssen wir hier die Straße, die hier durchgeht, nochmal durchgängig modernisieren, also zumindest hier den Teil durchmodernisieren und dann auch hier noch ein bisschen durchmodernisieren, dass das alles schön asphaltiert ist, wie auch hier oben. Alles klar. So, jetzt ist es doch fertig geworden, aber die Umstellung, die machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir dann hier die Bauarbeiten bzw. die Umorientierung der Landwirtschaft vornehmen. Hier am 4. April. Bis denn. Tschüss.